Jumbo, Jumbo, meine lieben Django-Zulu-Fans! Willkommen im PBM 102 mit Civilization Brave New World. Ich spiele mit den Zulu und die Ereignisse in dieser Runde sind, dass jemand Unbekanntes ein Pantheon mit Fischerbooten gegründet hat. Da möchte wohl jemand keine Religion. Nun gut, mir war die Religion wichtiger und vor allen Dingen auch den Glauben, den ich da bekomme, denn damit kann ich später ein bisschen mehr mit anfangen. Gut, und ganz toll, jemand hat jetzt auf so einer Wasserkarte wie üblich, und zwar nicht jemand, sondern Bragta hat den großen Leuchtturm erbaut. Damit kann er jetzt weiter sehen und weiter fahren und könnte zur großen Seefahrernation aufstreben. Ja, er wird richtig groß und fett werden, da werden sich dann demnächst wohl einige mal so ein bisschen einig werden müssen, wie man den Bragta angehen kann. Also, ich hoffe ja mal, dass der Engländer bald aus den Pötten kommt und dass sich dann die oberen 5 oder was schön absprechen, um Bragta irgendwie bald mal Einhalt zu gebieten. Und ich in der Zeit dann halt bei mir selber loslegen kann. Ja, das ist soweit das. Und wir gehen jetzt hier weiter. Zunächst erstmal, Ulundi braucht wieder was zum Einstellen und da stellen wir den Speerkämpfer ein. Wie verabredet, einmal den Bautrupp 1, dann den Bautrupp Nummer 2 und damit ist das Kupfer angeschlossen und ich habe wieder 6 Glücklichkeit. Und einmal ziehen wir noch den Bogenschützen so rüber, weil ich nämlich mal sehen wollte, was jetzt hier so ist, warum er Braga denn da auch überhaupt an der Küste gegründet hat. Aber da ist wohl nichts. Gut, komme ich zu meinem Plan, die nächste Stadt zu gründen, nämlich mit dem Siedler gründe ich. Erstmal gucken, hier braucht noch 7 Runden bis zur nächsten Politik. Und jetzt Stadt gründen. Und jetzt brauche ich nur noch 6 Runden. Stadtgründung mit Monument drin, automatisch eine Runde weniger. Ja, und was machen wir hier? Wir stellen hier einen Bautrupp ein. Und da ich Wachstum mir nicht leisten kann, weil ich schon wieder auf 3 Zufriedenheit runter bin, und Wachstum eher nochmal hier zweimal in Ulundi kommt, vielleicht noch einmal da, ja, muss ich dort halt einmal Hämmer einstellen. Gut, aber in 12 Runden ist er da, das passt auch. Ja, wir bleiben weiter bei Fallenstellen. Gucken gerade mal auf die Technologien. Die Werte haben sich ja jetzt alle angepasst, erhöht um einen bei denen in der Antike, um teilweise 2 oder 3 bei denen in der Klassik und bei denen im Mittelalter schon um 5 oder 6. Also da ist schon, im Mittelalter macht sich schon bemerkbar, wenn man dann irgendwie hier mehrere Städte hat. Was ist das hier? Borobudur plus 5 Glauben, okay, im Mittelalter muss in einer heiligen Stadt gebaut werden, 3 freie Missionare, mhm. Freie Missionare ist natürlich schön, schon nett, ne? Ja, gut, dann hätten wir das. Fallenstellen wir weiter. Ach so, was wollte ich machen eigentlich? Ich wollte eigentlich sagen, dass unser Freund, der Portugiese, hat Segeln erforscht. Damit wird er jetzt wohl auch mit dem Beginn mit dem Bau eines Frachters angefangen haben. Weil er kann jetzt noch einen weiteren Handelsweg machen und wahrscheinlich, weil wenn ich nämlich sehe, wie viel Miese er hier hat, 57 minus 5, ja, dann wird er jetzt erstmal so, jetzt lassen wir mal 5 Runden an dem Frachter arbeiten, 5 mal 5, 25 runter, ja, dann ist er beim Gold ungefähr da, wo ich bin, wunderbar, dann hat er zumindest so wenig Gold, dass er da nichts upgraden kann, das ist doch mal prima. Ja, und er hat ein Eisen angeschlossen, nämlich sein Eisen hier. Dementsprechend hat er da nochmal Produktion dazu bekommen. Tja, das ist das. Und was machen wir? Wir gucken auf die Demografie und stellen fest, wir sind mit 24 Produktion wieder Zweiter in der Produktion. Ja, Dritter beim Geld, das ist auch ganz gut. Geld aus Feldereinnahmen machen wir wohl ganz gut. Und wir haben immer noch das meiste Land. Dafür sind wir aber auch am dümmsten, was die Alphabetisierung betrifft. Und wir haben auch nur 3 Zufriedenheit und damit liegen wir auch ganz unten. Naja, wir sind ja auch einer mit von
drei Leuten oder so, die vier Städte haben. Das haben noch nicht viele. Gut, das wär's dann diese Runde auch schon, weil viel mehr gibt es nicht zu berichten. Wir sehen uns dann in Runde 46. Jumbo, Jumbo!